Ordnungsamt, guten Tag. Ich kann mit Ihrem Schreiben leider nichts anfangen. Weil Sie haben ja geschrieben, Sie haben das Ganze geprüft und auch die Rechtslage geprüft. Ist das korrekt? Was für ein Schreiben handelt es sich denn? Das, was ich Ihnen zugeschickt habe. Wir kriegen mehrere Schreiben, nicht nur Ihres. BGV 76 aus 12. Kleinen Moment mal. Ihre Kollegin hat Sie doch schon aufgeklärt. Nein, hat sie noch nicht. Kleinen Moment, ich gucke noch mal. Mhm. Das haben wir abgegeben zur Staatsanwaltschaft, ne? Ja. Ja. Gut, und was damit? Wird das ja dann letztendlich vorm Amtsgericht landen? Nennt sich dann auch Strafverteilung im Amt, wissen Sie das? Strafverteilung? Ja, weil Sie leiten es ja weiter und haben nicht auf mein Schreiben reagiert. Und auch nicht auf den Inhalt. Und wenn Sie das richtig geprüft hätten, weil hier steht ja nach Prüfung der Sach- und Rechtslage. Ja. Ich meine, ich hätte auch ein Aktenzeichen mitgeschickt von einem Beschluss einer OWI, richtig? Sie und da steht auch drin, dass das eingestellt wurde. Wenn wir die Sach- und Rechtslage geprüft haben, haben wir sie geprüft und haben da keine Gründe gefunden, die die Rücknahme des Bußgeldbescheides, darum geht es ja, glaube ich, hier, rechtfertigen. Also geben wir es dann ab an die Staatsanwaltschaft. Nach welchen Kriterien handeln Sie denn, wenn ich fragen darf? Weil Ihre Mitarbeiterin, die Frau Emde, hat mir nämlich gerade mitgeteilt, folgendes Zitat: Sie haben Ihre Rechtsauffassung und wir haben unsere. Welches denn Ihre? Mitgeteilt haben vom Schreiben. Wir bewegen uns auf dem Boden des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Das ist schön, da fangen wir doch gleich mal bei Artikel 1 an. Oder beziehungsweise habe ich doch den Artikel 116 und 139 genannt. Ich glaube auch nicht, dass wir darüber diskutieren müssen. Nein, diskutieren, das wäre nicht zielführend. Ich werde nicht auch mit Ihnen diskutieren darüber. So, und Sie wenden ja die OWIG an, obwohl die in Paragraph 5 eindeutig der Geltungsbereich belegt ist. Ja, genau das kann ja dann der zuständige Amtsrichter entscheiden. Sie wissen, dass das Finanzamt Rosenheim bereits schon eine Klage vorliegen hat. Wollten Sie dem folgen? Gut, dann müssen Sie klagen. Und ich kann Ihnen ja auch mal so eine Legitimierung zuschicken, weil Sie sind ja staatlich anerkannt, ne? Als Abteilungsleiter. Machen Sie. Steht Ihnen frei? Ja. Sie vertreten Frau Wagner? Ja. Geht ja um Frau Wagner. Ja, dann. Ich muss Sie auch darauf hinweisen, weil ich werde das Ganze natürlich auch veröffentlichen. Sie können das auch veröffentlichen. Gut, natürlich namentlich. Gut, Sie wissen auch, dass ich auch Rechte habe. Die können Sie ausnutzen. Das kann ich dann dementsprechend auch ausnutzen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage dann, welche Rechtsauffassung Sie dann genießen wollen, wenn Sie Ihre Rechte genießen. Ich vertrete die, habe ich Ihnen schon gesagt, die auf Boden des Grundgesetzes sind. Eben, und das habe ich Ihnen doch in meinem Schreiben, glaube ich, mitgeteilt. Artikel 116 steht zum Widerspruch gemäß Artikel 139. Oder haben Sie das nicht gelesen? Ich dachte, Sie haben das geprüft. Ja, oder haben Sie ein anderes Grundgesetz in Eisenach? Der Amtsrichter das entschieden hat, ja? Ja, ich frage gerade, haben Sie ein anderes Grundgesetz in Eisenach? Sie kennen das Grundgesetz, oder? Ich kenne es auswendig, ja. Gut. Deshalb frage ich ja, ob in Eisenach vielleicht ein anderes Grundgesetz ist. Ich weiß nicht, welches Sie kennen, aber ich meine das von 1949, ne? Von wann, von? Von 1949. Ja. Gut, und was steht da im Artikel 116 gegenüber dem Artikel 139? Muss ich Ihnen das nicht sagen? Oder das muss ich Ihnen nicht, wir sind hier nicht irgendwo bei Rademeier oder wie auch immer was, ne? Nee. Aber hier steht doch nach Prüf- und Sach- und Rechtslage. Ja, kurzum, ich werde das Gespräch abbrechen. Sie haben von uns Schriftsatz bekommen. Ich schicke Ihnen auch nochmal was zu. Genau, und können Sie gerne tun. Oder das werden wir dann weitergeben an die Staatsanwaltschaft, die können das dann weiter bewerten. Und dann wird dann letztendlich der Amtsrichter entscheiden, ne? Ich muss Sie natürlich belehren, dass Sie sich natürlich strafbar machen, ne? Sie können mich gerne belehren, alles. Nach 823. Und Sie haften mit Ihrem Privatvermögen, weil die Staatshaftung ist ja in den 80er Jahren schon weggefallen, aber das wissen Sie, ja? Ja, das ist klar. Ich schicke Ihnen einfach die Legitimierung zu, weil Sie können sich ja legitimieren. Sie sind ja ein staatlich anerkanntes Unternehmen, auch wenn Sie nur ein Zweckverband sind, also eine Firma. Ich weiß gar nicht, wann haben Sie eine Apostille von der Frau Wagner überhaupt? Gut, okay. Herr Wagner? Nee, das bin ich nicht. Beziehungsweise mir leid. Haben Sie eine Apostille von der Frau Wagner? Für mich ist das Gespräch jetzt beendet. Ich darf Sie bitten, weiter im Verkehr mit mir nur schriftlich zu führen, ja? Ja, Verkehr führen wir nicht, aber ich schicke es Ihnen trotzdem rüber. Okay.